Hey ihr Sahneschnäuzchen, willkommen zurück zu Days Gone. Schön, dass ihr okay, da seid. Okay, da kommt der Damm. Sei vorsichtig am Tor, keine Ahnung wer oder was da lebt. Okay. Oha. Ja, schön, dass ihr dabei seid und danke fürs Einschalten mal wieder. Finde ich super cool. Die Luft ist rein. Was, erwartest du Ärger? Ja, immer. Und wenn's so kommt, sind wir weg. Dann komm, ich will den Ablauf prüfen. Wo willst du hin? Hier runter. Na, wenn du meinst. Ich kann mir vorstellen, dass hier ganz schön was los ist, du. Oh nein, nein, nein. Ey, da stimmt was nicht. Es sollte mehr Wasser rausfließen. Genau dort, ja. Und hörst du das? Was? Genau. Würden die Turbinen laufen, müsste man sie eigentlich bis hierher hören. Mhm. Oh. Was ist da passiert? Was? Oh. Das ist mit allen Brücken hier passiert. Kluge Männer in Uniform dachten, dass die Horden so nicht weiter vordringen können. Oh. Flüchtlinge oder Horden von Freaks? Du meinst so Kerle wie Copeland? Der sicher auch. Hm. Okay, komm, ich will eben was überprüfen. Ja, super. Natürlich lassen sie sich durch Brücken aufhalten, weil die auch Autos fahren, die Freaker. War ich hier schon mal? Warum ist hier alles auf? Oh. Komm gleich hin. Komm her, fühl mal. Na los. Okay. Fühlst du irgendwas? Nein. Ganz genau. Wenn da Wasser durchfließt, dann müssten die Turbinen vibrieren. Komm. Hier hoch. Jetzt müssen wir bis ganz nach oben. Darauf. Ich folge dir. Oha. Siehst du das? Sowas nennt man Druckrohr. Das Wasser aus dem Staubecken fließt mit hohem Druck durch die Leitungen. Dabei wird die Strömung konzentriert und zu den Turbinen geleitet. Verdammt, woher weißt du das alles? Sie hat studiert. Meine beiden Brüder haben ständig an irgendwas rumgeschraubt. Mit Dad. Er hat mir dann auch mit 17 einen Job bei Boeing besorgt. Ich ging damals halbtags zur Schule, um Mechanikerin zu werden, als es losging. Hast du sie wiedergesehen? Deinen Vater, deine Brüder? Nein. Sie hat auch Maschinenbau studiert, hat sie gesagt. Komm, hier drüben. Na gut, dann wollen wir uns das mal ansehen. Das wird bestimmt Spaß machen. Und was jetzt? Warte, was soll das? Was machst du da? Wir waren nur kurz zusammen unterwegs. Nein, ich sagte nicht, dass ich nicht schwimmen kann. Ich sagte, ich schwimme nicht. Gemeldet. Einer von uns muss darunter den Zulauf säubern. Also, mach ich's. Oh, aber du kannst gerne zusehen. Okay. Jetzt oder nie, los geht's. Warum kann er eigentlich nicht schwimmen? Genau, das ist jetzt echt noch nie zur Sprache gekommen. Ja, das ist ziemlich verstopft. Aber ich kann es sauber machen. Lauf du zur Turbine zurück. Sieh nach, ob sie vibriert. Naja, du solltest vielleicht ein bisschen aufpassen, Ricky, dass sich da nichts reinsaugt, oder? Weißt du nicht, wie stark der Sog jetzt ist, wenn das Wasser wieder durchfließt? Aber fließendes Wasser soll man nicht unterschätzen. Nichts. Warte mal kurz. Oh. Das Ding läuft. Ja, gut gemacht. Das ging ja flott, Ricky. Nicht, dass sie jetzt da drin hängt und Hilfe braucht. Spürst du das Vibrieren? Ja, aber die Stromkabel sind noch tot.
Was? Mann, ich wusste, dass das zu einfach ist. Na gut, los. Auf zu den Stromwandlern. Die war aber ganz schön fix hochgeklettert und hat sich wieder angezogen. Meine Güte. Also, was wurde aus deinem Dad und deinen Brüdern? Keine Ahnung. Auf meinem Rückweg habe ich sie angerufen, aber es war ständig besetzt. Als ich dann beim Haus ankam, waren alle weg. Das ganze Viertel war wie ausgestorben. Überall hingen Flyer rum, Evakuierungsbefehle. Ich fuhr zum nächsten Flüchtlingslager, aber das stand schon nicht mehr. Alle waren tot. Überall waren Freaks. Oh Mann, Ricky, das tut mir echt leid. Ja, das Ganze ist lange her. Was? Ich glaube, er mag sie. Als Freundin. Das ist wahrscheinlich ganz selten in seiner Welt. Dass er zu jemandem so eine emotionale Beziehung hat. Die hier speisen die Leitungen in Richtung Süden. Gut. Weißt du, was mit den Dingern nicht stimmt? Nein, keine Ahnung. Okay. Möglicherweise ein Kurzschluss im Verteilerkasten. Lass uns mal unten nachsehen. Okay? Oh, okay. Das mit dir und Schizo, es sieht ständig so aus, als würdest du ihm gleich die Gurgel rausreißen. Ha, das wirst du mir jetzt nicht glauben. Vor kurzem haben Eddie und ich ihn vor unserer Hütte erwischt, als wir gebadet haben. Warte, Moment mal. Schizo, der ist echt ein Spanner. Ich sagte, wenn es nochmal passiert, zeige ich ihm, dass meine Knarre größer ist als seine. Oh, Mann. Weißt du, wenn Eddie bei dir war, dann war Schizo sicher nicht deinetwegen da. Ja, sehr witzig. Wäre ich nicht dazwischen gegangen, hätte sie den Bastard erledigt. Autsch. Genau, leg dich nicht mit Frauen an, die ein Skalpell schwingen können. Wow. Hey, Schizo, ey. Was für ein Vogel. Okay, alles klar. So. Ich mach das Tor auf. Na los. Es ist gleich hier drüben. Also das hätte ich jetzt auch aufdrücken können, danke. Boah. Seid ihr Freaker? Oh Gott, was stinkt denn hier so? Freaker-Nester. Dem Gestank nach sogar ziemlich viele. Bleib bei mir. Wie viele Molotovs hast du dabei? Genug. Okay. Weißt, wie es geht? Du brennst sie an, ich werf sie weg. Ja, ist lange her, aber wird schon gehen. Lauf doch mal nicht immer vor mich, Frau, bitte. Also gut, wir müssen hier zusammenarbeiten, ja? Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Was ist das denn? Magnet? Das wird brennen. Ein Wecker. Hätte. Ah, ist das jetzt für den Attraktor vielleicht? Ja! Dose Weckerschrott und. Warte mal, Wecker? War das nicht was mit Alarmanlage? Wahrscheinlich brauche ich einfach nur dieses magnetmäßige Ding. Bereit! Oh, was? Oh, ja. Das ist echt gut, das Teil. Das war's. Die Schrot ist mega. Hier ist noch eins. Okay. Die Schrot ist richtig gut. Abfackeln. Abfackeln. Bereit? Oh, da ist es. Oh ja. Einfach mal reinfeuern. Alles klar. Sauber. Alles gut? Ja. Die mögen wirklich keine Besucher, oder? Ja, kann ich verstehen. Sie sollten sich lieber mal dran gewöhnen. Weißt du was? Das hier gehört ab jetzt zum Lost Lake Camp. Alle macht den Volk. Okay, checken wir die Verteilerkästen und dann nichts wie weg hier. Absolut deiner Meinung.
Das war's dann. Bereit? Ja. Okay. Runter! Ja, Houston, wir haben Strom. Gut gemacht. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Komm schon, wir müssen noch die Tür blockieren. Ich will nicht jeden Monat herkommen, um die Viecher wegzuräumen. Warte, warte, du bist in einem Monat hier? Was? Nein, ich weiß nicht. Kannst du bitte... Meine Güte. Verarsch dich doch nur, Deke. Komm. No, wieder etwa langsam zutraulich. Warum fragst du nach meinem Dad und meinen Brüdern? Ich weiß nicht, du hattest sie vorher nie erwähnt. Es tut mir leid, wenn ich... Ich verstehe, dass du nicht drüber reden willst. Schon okay. Hat mich daran erinnert, dass ich dich schon längst mal was fragen wollte. Schon als wir unterwegs waren. Okay, Ricky. Ricky, nicht jetzt. Du kannst mich später fragen. Ja, was denn genau? Komm schon, wir müssen los. Was ist mir so unangenehm? Wegen Schwimmen oder was? Er ist immer so, oh, ich bin auf Distanz. Dabei ist sie doch cool. Ich meine, das wäre doch ein guter Kumpel. Hey, du hast nie gefragt, warum ich nicht mehr mit euch gefahren bin. Sollte ich etwa fragen? Ich wusste doch, warum. Iron Mikes Schwachsinn. Gott, Ricky, muss das sein jetzt? Wir waren schon länger unterwegs. Seit, ich weiß nicht, ein paar Monaten. Was soll? Okay. Okay. Es war in einer Nacht. Und ich erinnere mich ganz genau. Draußen schneit es gerade und... Busa schnarchte. Weißt du noch, wie er geschnarcht hat? Ich dachte, er hetzt damit eine Horde auf uns. Daran hat sich nichts geändert. Aber egal. Du dachtest, wir würden schon schlafen und du warst da draußen ganz allein, wie so oft. Und du hast etwas angestarrt. Du warst die ganze Nacht wach. Zeig mir das Foto, Deke. Komm, bitte. Da wusste ich es. Was wusstest du, Ricky? Dass ich nicht so enden wollte. Wie so viele von uns hier. Gefangen in der Vergangenheit oder davor weglaufend. Ich will nach vorn blicken. Okay? Nicht zurück. Es ist nicht so, wie du denkst. Okay? Ist auch wirklich? Er hat das Zeichen auf dem Rücken. Wir sind vom Lost Lake Camp. Bist du Iron Ricky? Mike hat einen Vertrag. Tolle Idee. Willst du es nochmal versuchen? Bist du bescheuert? Steig ihn ab. Du kannst doch nicht einfach... Bier und Kopf runter. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie lange bist du schon im Camp? Getroffen. Im Camp. Scheiße. Au. Verdammt! Ihr Scheißer seid ganz schön weit weg von zu Hause, oder nicht? Nein. Iron Mike hat den Vertrag verlangt. Hör mir zu, wir sind aus Lost Lake. Wir haben einen Vertrag! Au! Oh. Warum schwingt ihr eure Ärsche nicht wieder zurück nach Iron Butte, dem Scheißloch, aus dem ihr gekrochen seid? Arschgeigen. Rückzug sieht anders aus. Ihr seid ganz schön weit oben im Norden, ha? Huh? Ihr solltet lieber in Carlos Nähe bleiben, ihr Scheißer! Oh, keine Muni mehr.
Oh, die habe ich ja ganz vergessen. Na, ihr Schätzchen. Ach Mist. Egal. Dann knallt euch mal gegenseitig weg. Ist alles gut. Ihr macht das schon, ja, ja. Oh nein. Ich weiß, wo du bist. Er rührt sich nicht. Auf ihn! Ach. Wir könnten dich auch einfach hier verbluten lassen. Da wären die Freaks hier ganz schön happy, ha? Huh? Das ist doch, was ihr wollt. Einfach alle zur Hölle fahren. Das ist der richtige Platz für euch. Ja, könnte man machen, ne? Das war der letzte. Oh, jetzt hab ich dich. Was zur Hölle tust du? Aua. Du mich einfach tritt. Es ist vorbei. Nicht ganz. Ich habe noch einen gehört. Du nicht? Also ich habe da noch einen Schrein gehört eben von den Freakern. Von den doofen Reapern meine ich. Da sehe ich ihn doch auch. Was macht er denn noch? Ich meine damit Ripper, nicht Reaper. Aha. Okay, das müsste der letzte gewesen sein. Oh Mann, da hast du recht. Solche Ripper habe ich noch nie gesehen. Was haben die denn eingeworfen? Keine Ahnung. Früher hatte ich auch mal mit solchen Typen zu tun, die... werfen sich PCP rein oder irgendein anderes Zeug. Oh, Badesalz. Erinnerst du dich? Das war der letzte Schrei, bevor alles den Bach runterging. Ja, okay. Komm schon. Mal sehen, ob die Bikes noch da sind. Ach ja, dieses komische Badesalz, was dann verboten wurde, ne? Ja, das war wohl ziemlich krass. Oh, der hat eine Splittergranate dabei. Nicht schlecht. Dieses fette LMG, aber das kann ich mir auch bald kaufen, glaube ich. Oh. Rott. Haben die mein Bike umgeworfen? Glaubst du wirklich, Iron Mikes Vertrag mit diesen Bastarden wird halten? Keine Ahnung. Scheiß Ripper, nach dem, was sie mit Busas Arm gemacht haben und nach der Sache Dick. Mit Lisa. Was? Das hier hatte einer in der Hand. Was ist passiert? Hattet ihr Ärger mit denen, du und Busa, mit den Rippern? Ich meine, wegen des Antibiotikums? Ja, ich... keine Ahnung, hör zu. Was immer Carlos denken mag. Das ist nichts verglichen mit dem, was ich ihm antue, wenn ich ihn sehe. Komm, gehen wir. Gut. Wir folgen den Leitungen nach Süden. Wegen der Stromwandler. Wir sollten mal nachsehen. Okay, ich folge dir.
fragen? Darf ich Nein sagen? Wie bist du an den MC geraten? Das ist eine lange Geschichte. Wir haben viel Zeit. Okay, ich war früher bei den Gebirgsjägern, einer Spezialeinheit, die mit der Nordallianz kooperierte. Wow, ich wusste nicht, dass du bei der Army warst. Warum? Willst du es hören oder nicht? Tut mir leid. Wir rückten auf Mazar-i-Sharif vor. Da gerieten wir plötzlich in einen Hinterhalt der Taliban. Auf ihren Pritschenwagen hatten sie SU-23, umgebaute Flakgeschütze. Dicke Dinger. Ja, richtig dicke Dinger. Der Humvee explodierte, fiel eine Klippe runter, direkt in den Hari. In Afghanistan zu ertrinken, ist wirklich schwer. Ehrlich, das ist eine gottverdammte Wüste. Ich wurde rausgeschleudert. Als ich aufwachte, lag der Humvee verkehrt herum im Fluss. Ich schwamm raus und suchte Überlebende. Ich zog eine Leiche ans Ufer. Und dann 7 weitere. Dann brachte ich Tanner an Land, einen Sarge. Das war's dann. Und als ich heimkam, keine Ahnung, ich holte mir ein Bike, jahrelang damit rumgefahren, von Ort zu Ort und... Na, Farewell? Du bist hier aufgewachsen, oder? Ja, okay. Als ich mich also wieder dran gewöhnt hatte, heuerte ich in einem Bikeshop an, der diesem alten Kerl namens Jack gehörte. Der diesen Club leitete. Press. So haben wir ihn immer genannt. Er hat mich selbst aufgenommen. Warte, Jack? Cousin hat von ihm erzählt, glaube ich. Saß er nicht auch im Gefängnis? Das war eine miese Sache. Er hat's auf seine Kappe genommen. Im Club. Ihr habt euch sicher nahe gestanden. Okay. Das war mal ganz schön Storytime. So viel haben wir bisher noch gar nicht von Deacon erfahren. Eigentlich wirklich gar nichts. Ach Scheiße, einer muss das ja sein. Kommen wir morgen wieder. Dann kannst du das Werkzeug besorgen und wir kümmern uns drum. Dann sind weniger Freaks unterwegs. Also keine heiße Dusche? Okay, aber ich will dir zuerst was zeigen. Nein, Ricky, der Tag war lang. Komm schon, du weißt viel über die Freaks. Ich will dir was zeigen, was du vielleicht nicht weißt. Komm, wo wir schon hier sind. Scheiße, na gut. Dann los. Ey, darf ich dich was fragen? Ist immer so oh anti. Gott. Wie ich schon sagte, kann nichts verhindern. Warum trägst du immer noch die Farben? Was meinst du denn damit? Ich meine, warum tragt ihr noch eure Kutte? Du und Musa, ihr wollt ja keine Mitglieder werben oder Territorium für euch beanspruchen. Nein. Einige Kollegen haben früher am Wochenende Kutte getragen. Ich habe sie mal gefragt und sie sagten, es wäre ihre Art von Fuck you in Richtung Polizei, Behörden und Regierung. Gegen wen rebellierst du denn? Gegen den Rest. Hör zu, wir tragen die Kutte nun mal. Was willst du denn? Ich spreche nicht für Buse, aber für mich ist es nichts weiter. Meine Kutte, das bin ich. Ich habe schon eine Menge Scheiße in meinem Leben gebaut, aber... Zeit beim MC ist eine der wenigen Sachen, die ich nicht... Ah, oh, warum? Ricky, was machen wir hier? Ich kenne die Nero-Todeszüge schon und Horden von... Ich weiß, aber noch nicht so. Was zum Teufel? Sieh hin. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Du meinst, du hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein. Einmal ging ich zu nah ran und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Das ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Heftig, diese Horden. Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht glauben wirst. Oh, du willst nicht reden. Okay, dann mal los. Halt, lass mich raten. Du hast Nero Healy gesehen. Warte mal,
Woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen. Überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja? Klang irgendwie anders. Ja, und jetzt redet er nicht mehr. Ich finde das manchmal schade, dass die Dialoge so abgehackt sind, weil man dann am Zielort ist. Aber jetzt zum Beispiel hätten sie noch weiter quatschen können. Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deke. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, nein. Was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde. Mehr nicht. Okay. Tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay. Das ist alles? Boah, Ricky, das war gerade ganz schön arschig von dir. Sie macht sich Sorgen und du paffst sie noch an und sagst so, ja, was willst du überhaupt von mir? Bläh. Nee, das finde ich jetzt nicht nett. So geht man doch nicht mit seiner Freundin um. Mein Erster. Ich funk mal eben durch. Blair, Blair, Blair. Was macht das Leben, Blair? Ich würde mir gerne die SWAT kaufen. Oh, die hat eine super Präzision übrigens. Ich verschwende hier echt meine Zeit. Ah, oh, sieh mal einer an. Zu spät für Sumpfdienst. Tja, das ist echt Pech. Was, Gizor? Was schade. Gizor. Leecher, was? Ich frage mich echt, was der den ganzen Tag getrieben hat. Das ist alles, was ich für heute habe. Die Bleacher, die sind doch eigentlich was Besonderes, oder? Aber ich habe noch nicht irgendwie drauf geachtet. Was passiert hier mit den Bleachern, wenn man die, also, ne, wie die sich anders verhalten oder wie die anders aussehen? Oh ja. Ah, hab's auch wieder ein paar Credits. Und die kann ich auch alle verkaufen. Reicht trotzdem leider nicht für so eine neue Kiste. Schade, schade. So, was haben wir hier noch? Noch drei Campshops, ein Nero-Kontrollpunkt. Oh, sechs Horden noch. Noch drei Nero-Informationen, eine Hinweistafel, die da oben fehlt mir nämlich noch. Die habe ich off-camp ein bisschen gesammelt. Tourismus-Sammelobjekt. Und noch was Unentdecktes und Kräuterkunde. Aha. Eine Hinweistafel, sechs Horden, ein Hinterhalt-Camp. Wo ist das denn bitte? Könnte hier noch sein, irgendwo. Ja. Ja. Die haben noch richtig was zu tun. Noch viele Hinweistafeln. Charaktersammelobjekte, Tourismus-Sammelobjekte, Kräuterkunde, Campjob, Nero-Kontrollpunkt. Der könnte hier oben vielleicht noch sein. Na gut, ich werde mal ganz kurz nach diesem Hinterhalt-Camp hier suchen. Hey Ricky, bist du da? Ich werde eine Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Hey Deke, was ist denn? Boozer ist, keine Ahnung, er ist irgendwie depressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, und was willst du tun? Keine Ahnung, ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain, hol sein Bike und bringe es ihm zurück. Das ist aber echt weit zu Fuß. Ich überleg mir schon was. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Ja. Danke, Ricky. Deacon Ende. Da steht jemand am Tor. Das ist ja nett von Deke. Mach das Tor auf. Wie läuft's, Deke? Manny? Man will draußen nicht ohne Sprit dastehen. Das steht fest. Warte, mach das Tor auf. Usa, bist du da? Ja, Deke. Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Jagst du immer noch Hubschrauber? Ja. Schon rausgefunden, was die vorhaben?
Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Nero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Keine Ahnung warum. Hey, ich muss langsam los. Skizzo war hier. Mich zum Latrinendienst verdonnert. Sag Skizzo, er soll Scheiße fressen. Ich werd's gerne ausrichten. Bis dann. Was ein Penner? Was macht er mit Boost? Der hat eine offene Wunde am Arm, das kann sich infizieren. Oh, habe ich da etwa gefunden? Oh Gott. Der hat echt gerade die Karre nicht gehört. Das ist, sieht aus wie ein Plünderer-Camp, ist aber keins, oder? Nee, da sind überall Freaker. Nee, ist das sowas wie ein... Ist das sowas wie ein Staudamm hier? Das ist halt ein Tor, aber staut das auch das Wasser? Nee, sieht nicht so aus. Na gut, wir fahren ein Stückchen weiter, aber ich... Oh, hallo. Ah, ich wollte gerade die Pflanzen holen, warte kurz. Komm mal her, Kumpel. Na, wo ist dein Ohr? Ja, abgeschossen. Mist. Ja, ist jetzt halt die Frage, ist hier noch was? Nun. Also ein Camp müsste hier noch sein. Hey Deke, kannst du kommen? Ricky, du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Okay, ich komme. Deke Nen. Ich hab doch gerade erst gesagt, dass ich jetzt eine Zeit lang weg sein werde, oder nicht? Mit hier vielleicht noch? Wir fahren noch hier kurz hin. Ja, aber ich glaube, das war's dann. Wahrscheinlich bekommen wir das letzte Camp mit einer Aufgabe wieder. Oh, warte ganz kurz, ich brauche ein bisschen Holz. Oh, lass mein Bike in Ruhe, Schwester, ja? Nee, irgendwie befürchte ich, da geht's nicht rauf. Nee. Okay, Leute, da mache ich immer Schluss. Ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Wenn ich jetzt hier noch weiter rumsuche. Wir machen dann weiter Aufträge nächstes Mal. Ich danke euch bis hierhin sehr fürs Zusehen. Ein paar Typen hier runterschießen. Ja, und nächstes Mal sehen wir uns dann hoffentlich wieder. Hey. So, today's gone. Nicht vergessen, liken und kommentieren. Würde mich sehr freuen. Danke, tschüss.